Niemand von den Journalisten stellt eine wirklich interessante Frage, um sie anschließend seinen 50 Kollegen sozusagen frei hinzugeben und zur allgemeinen Verbreitung freizugeben. Die wirklich kitzligen Dinge passieren nicht hier in der Bundespressekonferenz, sondern eher dann in irgendwelchen Cafés, in Hinterzimmern, wo man Informationen bekommt, nicht hier. Solche Hinterzimmer gibt es in Berlin fast überall. Aber mit der Kamera will uns niemand hereinlassen. Allein schon die Frage danach empfinden manche als Affront. Ich weiß nicht, wollen Sie das jetzt noch sozusagen vor der Kamera wissen, warum man nicht in den Hintergrundkreis kommen kann? Wir handeln geheime Dinge ab. Und zwar, wir wollen Politik verstehen. Und das muss ein Zuschauer oder ein Zuhörer und Leser nicht erfahren, sondern er muss dann nur verstehen, was wir sagen. Der Zuschauer und Leser muss also nur verstehen, was die Journalisten verkünden? Warum darf niemand wissen, wie zum Beispiel in diesem Hintergrundkreis Informationen entstehen? Und wer hinter diesen Fenstern welche Nachrichten und Botschaften lanciert? Und in wessen Interesse? Was da gemacht wird, ist unser Berufsgeheimnis. Das Gleiche gilt für den Lobbyismus. Ein Lobbyist redet ja auch nie offen darüber, mit wem er spricht, welche Papiere er erhält, wo er sie hinschiebt und was daraus wird. Das ist vergleichbar. Es soll ja, ich sag mal, eine gewisse Abgeschlossenheit, eine gewisse Verschwiegenheit soll ja dem Gast eben auch signalisieren, dass eben seine Äußerungen nicht nach außen getragen werden. Es ist einfach Stil, da muss ich mich wiederholen, Stil der Hintergrundkreise, auf einer vertraulichen Ebene zu arbeiten. Und dazu gehört auch, dass in dem Moment einfach nicht klar ist, wer mit wem wo spricht. Das gilt auch hier, beim sozialpolitischen Hintergrundkreis. Ihn leiten Politiker und Journalisten gemeinsam. Unter den Organisatoren CSU-Vize Horst Seehofer und der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach. Zwei politische Lager, ein Ziel. Das Ziel ist im Prinzip, Missverständnisse zu vermeiden, das Verständnis also auf Seite der Journalisten zu verbessern und also auch Fragen so diskutieren zu können, dass nicht jede unvorsichtige Äußerung, die also das Verständnis verbessert, in der Zeitung zu lesen ist. Der Mehrwert besteht einfach darin, dass wir die Wahrheit erfahren und die dann, so bitter es für manche auch ist, dann nicht schreiben oder senden dürfen. Die Wahrheit exklusiv für Journalisten? Es gibt viele solcher Geheimzirkel in Berlin. Gelbe Karte, ein eher linksliberaler Kreis. Der Brückenkreis, das eher konservative Pendant. Die Millionäre vertreten die auflagenstarken Regionalzeitungen. Im roten Tuch sind die Frauen unter sich. Dann gibt es die Enklave, das Kartell und das Korrespondentenkollektiv Coco. Den Dresslerkreis, den Provinzkreis, Berliner Zimmer, U30, Tacheles, Vino Rosso, Vier-Sterne-Kreis, Salon Wissen, Antenne. Und zur Sicherheit haben auch die Politiker vertrauliche Runden. Die Parteivorsitzenden, die Fraktionsvorsitzenden und ihre parlamentarischen Geschäftsführer. Auch die Ministerien und zusätzlich einzelne Minister laden zu Hintergrundkreisen. Überall in Berlin sitzen Politiker und Journalisten in einem Boot. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit.